So. Ja, ich weiß nie, welche Sachen hier halt überall versteckt sind. Deswegen schaue ich hier überall nach. Immer. Falls man nicht den Doppelsprung hat, kann man hier halt auch wunderschön die Dings nutzen. Wer hier nicht sieht, dass man es kaputt machen kann, ja. Tim. Der tut mir nicht leid. Die Healing Mail. Eigentlich eine sehr, sehr... Probably. Eine sehr, sehr interessante Rüstung auch. Wäre für diesen... Ja... Bild halt auch nicht schlecht, weil man halt ständig HP hinzukriegt. Allerdings nur, wenn man läuft. Und ich meine, selbst hier dieses Dodgen macht es nämlich nicht. Da muss man wirklich laufen mit. Und das ist einer der Nachteile dieser Rüstung. Deswegen verwende ich es auch nicht. Die Rüstung zeigt hier schön an. Da kannst du was kriegen. Und Malphos. Einer der Bosse, die wohl so ziemlich einfach sind, wenn man den in Stunlock halten kann. So. Wir sind im Endgebiet angekommen. Der Glockenturm ist übrigens auch so eine interessante Sache, weil der Glockenturm ist nämlich eigentlich, wenn ich so überlege, auch eine Ebene, die immer wieder da ist. Oder meist da ist. Und meist hat man dann auch immer einen Bosskampf dort. Im ersten Castlevania gab es zum Beispiel auch den Glockenturm. Nee. Falsche Information im die habe ich jetzt verbaselt. Und zwar im Rondo of Blood gibt es den Glockenturm ja auch. Logischerweise. Und ich meine, wenn man es verkackt hat, dann muss man dort gegen Richters Freundin da kämpfen. Hier haben wir übrigens jetzt die letzte Familie, die Ghost Card. Der Geist, ja, ist ähnlich wie die Fledermaus eigentlich total
ja, unnützlich will ich es jetzt nicht sagen, aber ich habe keinen Sinn darin gesehen, den Geist irgendwo zu verwenden. Wenn man sich nämlich verwandelt, egal in welche Form, dann wird der Geist verwirrt und zieht ab. Die Fledermaus, ja, angriffsmäßig ist ja eigentlich auch nicht gerade das Beste. Der kleine Teufel oder der Nose Demon, die beiden sind eigentlich noch recht nützlich, dadurch, dass sie halt die Gegner angreifen direkt. Das Demonic Sword, das Schwert ist meiner Meinung nach in den ersten 50 Level total sinnlos. Da war Geld. Ja, und tatsächlich ist hier auch dann das das Gebiet hier. Ah! Hier war sonst wo war denn sonst noch was? Hier auf jeden Fall. Du ziehst ab. Und zwar haben wir hier den Power of Mist. Damit können wir uns in den Nebel für eine längere Zeit verwandeln. Ich finde auch persönlich, dass der Nebel so einen leichten Touch von einem Schädel hat. So auf der Seite liegenden. Ups, da ist mein Mana leer. Verdammt. Ach, ein bisschen Kohle. Die meisten Gebiete werde ich dann abklappern, sobald die Zeit dann dafür auch reif ist. So. Genauso wie es jetzt damals bei dem... Ja. ...diesem Vorreiter war. Mit Run of Blood. Gibt es hier natürlich auch wieder ein paar Sachen. Allerdings dieses Mal ein paar andere. Nehmen wir nochmal einen Hardmax ab. Und Bosskampf. そして俺の役目は終わった。だが俺の血が戦いを求めている。
Jetzt sei Katzreba. Tatakai war eh nicht zu knoten. Sono Kangaiga, Honore Dishin no Monon. Sore mo Yokaro. Jupp. Wir haben hier. Alter! Alter! Kudara. Yahari yatsu igai wa kasu ka. Oh! Ich wusste gar nicht, dass Richter ausspricht. Wenn man in dem Kampf stirbt. Aber so aggressiv hat das ihn jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich abgespeichert habe. Ach, da oben. Alles klar. Ich glaube, da war ich gar nicht gewesen. Oder doch, das Falchion müsste ich eigentlich mit aufgesammelt haben. So. Ich werde zwar noch die anderen Sachen alle mit einsammeln. Aber ich werde jetzt nicht speziell irgendwo anders hinfliegen. Ja, kommt. Mist. Button halten. Ich musste natürlich an den letzten Funken hängen bleiben. Geil. So, dann speichere ich nochmal ab und dann heißt das Richter die zweite. Schon machen können, egal. Egal. Alles schön.